fix mit, egal wohin. Ich kann's nicht glauben, das gibt doch keinen Sinn. Aber zwicken hilft mir nix, ich steh daneben. Kennt man nicht vielleicht irgendwer, aber zu gehen. Danke, jetzt ist mir klar. Es ist wahr, es ist wahr. Grüß dich, Süß. Grüß dich. Geht's dir nicht gut? Ja. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich deine Tochter bügeln sehe. Auch deine. Hä? Auch deine Tochter. Ja. Er lebt es ja gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also nächstes Jahr fahre ich keinen Sonntag mehr. Aus. Das Sonntagsgeschäft ist überhaupt nichts wert. Bitte, da schau hin, Maria, die Kirche, ist das nicht die Kirche, wo wir schon mal waren, bei Straubing? Ja, sag einmal, spinnst denn du? Schalt mir deren Fernseher aus. Die Mama braucht eine Ruhe. Ich will ja ausschalten müssen. Ja, aber da fragt man doch zuerst wenigstens, oder? Rippe. Nicht so laut, ich muss mich konzentrieren. Am Fernseher, den kann ich jetzt nicht brauchen, wirklich nicht. Aha. Ah ja. Sag mal, ist was los? Nein, nix. Wieso? Nix. Nein. Aber was zu essen war jetzt recht? Doch, machst du mir was? Essen habe ich gesagt. Nicht Brotzeit. Maria, was gibt's denn heute zum Essen? Im Kühlschrank, alles. Im Kühlschrank. Bitte. Kühlschrank. Da ist aber nichts drin. Das ist alles da. Aber nix hergerichtet. Wenigstens du was herrichten können. Ich habe selber nichts gekriegt. Und außerdem bügel ich, das siehst du. Sag einmal, was magst du da die ganze Zeit? Hast du alles gefunden? Das ist recht. Er ist genauso gut wie mir essen können. Du kannst mir mal essen. Also, Maria, was ist los? Wieso, was ist denn los? Du hältst dich da raus. Jetzt sag mal, Maria, was werden da gespielt? Meinst du mich?
Ja, wen denn sonst? Freilich, die. Ist was passiert? Passiert? Was soll denn passiert sein? Ist dir was passiert heute, Thomas? Nein, mir ist nichts passiert. Gestern ist was passiert, aber heute nicht. Siehst du das alles? Es ist alles in Ordnung. Brauchst du keine Sorgen machen. Ah ja. Ich brauch mir keine Sorgen machen. Aber das sag ich der Maria. Jetzt frage ich nicht mehr. Weil was du kannst, kann ich schon lang. Nein, so geht es nicht mehr weiter. Na also, warum denn nicht gleich? Das muss ich anders machen. Anders. So bringt mir das überhaupt nichts. Susi? Komm mal rein schnell. Ja, warte schnell, ich hab's gleich. Nix warten, gleich kommst. Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist denn los? Hat denn das nicht nur Zeit? Na, das muss ich jetzt gleich machen. Thomas, geh her. Du stellst dich jetzt da hin. Ganz hin. Jetzt sag mal. Was sind jetzt von dir aus gesehen 60 Grad? Was? 60 Grad? Ja, 60 Grad. Heute, ihr habt doch das in der Mathematik. Du musst doch das wissen. Sind das jetzt 60 Grad? Ach so, meinst du das? Für was brauchst du denn das? Maria, jetzt ist aber Ruhe, gell? Thomas. Ja, so ungefähr schon. Susi, stell dich daher. Gell, ihr spinnt doch alle. Was soll denn der Schmarrn? Susi! Geh, Papa, muss ich mich da hinstellen? Das ist doch ein Blödsinn. Susi, stell dich hin. Ich geh halt rüber. So. Und was sind jetzt dann 90 Grad, Thomas? Sie ist da, wo der Papa sitzt. Alles steh auf, bitte. Nein. Bitte, Alois. Kannst du mir bitte sagen, warum ich den Krampf da mitmachen soll? Aus demselben Grund, warum ich mir einen blauen Flecken am Hirn geholt hab. Weil ich für deinen depperten Freund Erichs Abseits demonstriert hab und mir den Kopf an den Schrank gekränkt bin. Alles aus genau demselben Grund, also bitte. Ich muss ein bisschen weiter rüber. Bisschen weiter rüber, Alois. So ist gut. Mars. Wer ich? Venus, jawohl. Und Saturn. Ja, wie kann es auch anders sein? Ja, so ist richtig. Jetzt kann ich mir das schon eher vorstellen. Aha. Und was war das Ganze jetzt, wenn diese bescheidene Frage erlaubt ist? Das waren die Sterne. Das muss man sich räumlich vorstellen. Aha. Das ist ja doch ein Blödsinn, ist das. Alois, bloß weil du etwas nicht verstehst, muss das noch lange Blödsinn nicht sein. Ja, bin ich denn da in einem Affentheater oder was ist denn überhaupt Mensch, los? Mensch, Blusen! Da schaut dir das einmal an. Die ist hier, die kann ich wegschmeißen. Hast du Bügeleisen drauf stehen lassen? Ja, die sehe ich auch. Ja, dann kaufst du halt eine neue. Also Maria, jetzt ist endgültig Schluss. Jetzt ist Schluss, sag ich. Du sagst mir jetzt auf der Stelle, was los ist mit dir. Nix, das habe ich dir doch schon gesagt. Was hast du denn die ganze Zeit? Was bist denn so nervös? Ich möchte jetzt auf der Stelle von dir wissen, warum du uns du so schikanierst. Ich tue euch doch gar nichts. Ich sitz bloß da und lies. Ja, aber das ist doch. Halt uns doch nicht für so blöd, manchmal merkt ihr das nicht. Essen ist keins hergerichtet. Susi muss sich selber biegeln. Du stellst uns hier im Wohnzimmer umeinander wie die Schachfiguren. Das ist doch die reinste Schikane, ist das, gib's doch zu. Alois, beim besten Willen, ich weiß nicht, wovon du redest. Tut mir leid. Thomas, Susi. Was ist los? Es ist wirklich nichts los. Mama ist noch halt anders, schon seit in der Früh.
Hat jemand angerufen? War jemand da? Ein Besuch? Ja, heute Nachmittag. Ja, und wer? Mann oder Frau? Eine Frau. Die Mama wollte sich doch ein Horoskop machen lassen. Und da war die Frau da. Das war die Zigeunerin. Das ist eine Hex. Ja, so hat's aber nicht ausgeschaut. Ja, da kann ja die Mama gar nichts dafür. Die hat's völlig durcheinander gebracht. Bleibt sie einmal da, ich rede mit der Mama. Dass du gar nichts gesagt hast zu mir. Wie spät ist denn schon? 7:50, dann habe ich höchste Zeit. Lass mich raus. Warum? Was ist denn los? Geh mit der Trudel zum Essen. Ich muss dich entschuldigen, alles mir pressiert's ein bisschen. Vierte. Ja, ja. Darfst nicht warten auf mich? Ja, aber ich wollte doch. Ich will morgen auch noch machen. Viert euch! Wo gehst denn hier? Können wir überhaupt nicht mehr aus. Ich komme dran. Wieso bleibst du denn jetzt stehen? Geh mal auf. Geh mal vor, bis zu dir. Wieso denn? Und schau, ob von oben jemand kommt. Geh, alles. Maria, bitte geh mit. Und? Komm rauf. Du weißt alles, manchmal bist du schon komisch. So ein Kreuz hat doch jeder Mensch im Haus. Schämst du jetzt deswegen, oder? Maria, hast du mein Auto schon mal angeschaut? Was hat denn das mit deinem Auto jetzt da? Mein Auto, mein Taxi. Was ist denn da drauf? Ein Nummernschild. Und was steht auf diesem Nummernschild? M. Wie München. Ne? Und nicht D. Wie Düsseldorf oder HH. Wie Hamburg. Maria, es gibt halt gewisse Dinge im Leben, die. Jetzt, wenn ich einen Schlüssel vergessen hab, dann. Das war nicht witzig. Na, was? Ach so, ja. Das war überhaupt nicht witzig. So. So, jetzt krieg ich noch ein Bier. Na, hau mich hin. Schenk mir auch was, ey. Eigentlich darf man es ja gar nicht sagen. Aber ich bin froh, dass die Kinder nicht da sind. Dann können wir morgen wenigstens ausschlafen. Angst habe ich bloß vor dem Muskelkater. Da wird es nicht geben im Landschulheim. Schullandheim. Das ist nichts anderes wie Milchsäure abgelagert in den Muskeln. Hä? Das ist der eigentliche Grund für den Muskelkater. Du wirst daher jetzt. Ja, das habe ich halt wo gelesen. Du hast jetzt du das vorher gemeint mit München. Ach. Maria, wenn wir zwei in Oberammergau ein Bergzimmer machen, dann können wir da nicht wie jeder x-beliebige Preis mit einem Kreuz umeinander ziehen, oder?
Das ist kein Kreuz, das ist eine Gelegenheit, Alois. Das ist mindestens das dreifache Wert von dem, was uns gekostet hat. Das habe ich doch auf den ersten Blick gesehen. Auf Duit magst du aber du aufstehen damit. Du Alois, sag mal, ich hab doch gestern abgespült und aufgeräumt, bevor wir gefahren sind. Schau mal hier, die Gläser, wo da stehen. Ja, was machen wir denn? Sieh da! Wenn sie den mitnehmen, ist Diebstahl auch noch. Maria, bitte lass mich aus. Wer sind Sie und was machen Sie hier? So, und jetzt lass dir ganz geschwind was einfallen, weil du bist nämlich schon so gut wie verhaftet. Jetzt gelang's mir schön langsam. Jetzt packt sie euer Zeug zusammen und schleicht euch. Maria, ich. Alles reg dich nicht auf. Maria, den pack ich jetzt. Alles, lass ihn sein! So. Jetzt wird mir der Schmarrn zu viel. Das ist meine Wohnung. Und Sie sind da herin unerlaubt. Nein, Sie. Wo Sie? Sie sind da herin unerlaubt. Wir waren vor Ihnen da. Wir haben die Genehmigung. Jetzt mag ich nicht mehr. Was wollten Ihnen denn Sie überhaupt sein? Erst Einbrecher und dann frech werden. So was ist mir doch noch nie passiert. Das ist ja das erste Mal. Was? Einbrechen, das ist das erste Mal. Ach, ich bin der Wohnungseigentümer und nicht Sie. Sie sind der Einbrecher und nicht ich. Da, das. Das. Das gehört alles mir. Und jetzt zeigst du die Unschleichste. Terrorist, Quamperter. Jetzt hört endlich einmal mit euch eine Plärerei auf. Da kann ja keine Sau schlafen. Alles. Zwei Nackerte. Die zwei sind grad gekommen, kennt ihr die? Nein. Ist ja wurscht. Aber in unser Zimmer kommt mir keiner mehr rein. Ja, ich auf dem Gang schlafen. Ist okay, ich mach das schon. Geht's wieder rein. Der Deppratzen weg. Was für ein Depp hat denn die Haustür aufgelassen? Ich hab doch genau gesagt, er soll es die Tür zumachen. Was ist denn los? Ach, irgend so ein Aff hat die Tür nicht zugemacht, jetzt sind die zwei da reingekommen. Ja, dann schmeiß halt den Haustür oder mach irgendwas, aber lass uns endlich einmal in Ruhe. Alles, ich wär wahnsinnig. Da liegen ja lauter Leute. Lauter Menschen liegen da umeinander. Alles in unserem Wohnzimmer. Was tun wir denn? Was machen wir denn? Alles, sag halt was. Maria, komm mit. Also Leute, bewahrt's Ruhe, das kriegen wir schon. Ja. Maria, du stellst dir einen Mitarbeiter weg, weil sonst vergiss er mich. Maria, du kontrollierst jetzt einmal sämtliche Zimmer. Ja. Vier. Alles, da liegen vier drin. Sag ich doch. Auf die Betten, alles. Die liegen mitten auf die Betten drauf. Ich halte das nicht mehr aus. Überall Menschen. Schaff ich nicht mehr. Sitz mir jetzt daher, mir ist jetzt alles wurscht. Mira. Überall Menschen, wo man hinschaut. Maria, sei bitte ganz ruhig. In einer Viertelstunde ist diese Wohnung geräumt. Ja, von euch. Das verspreche ich dir. Der Wahnsinnige, jetzt ruft der Polizei. Ja, hier ist Meier. Alles Meier. Ja, Sie. Passt auf, ich möchte eine Wohnungsbesetzung anzeigen. Nein, eine Hobbyhausbesetzung, eine Wohnungsbesetzung. Ja. Wir holen mal einen Orangensaft drungen, hä? Das weißt doch ich nicht, den wirst du schon selber drungen haben. Ich? Da war doch vorne Albert voll. Du bist schuld. Du bist doch verantwortlich, Theo. Ja, hier ist alles, Meier. Ich habe jetzt gerade mit einem Kollegen. Ich möchte jetzt sofort wissen, wer meine Orangen. Bitte Ruhe! Ich telefoniere mit der Polizei. Polizei? Ja, Alois Meier. Ihr spielt doch für mich, Alois. EIER, Gewürzmühlstraße Nummer 10. Was ist denn da los?
Ja, also bei uns war ein Einbruch. Eine Wohnungsbesetzung. Was? Transparente? Nein, nein, die flackern bloß überall umeinander. Ja, das weiß doch ich nicht. Ich bin auch gerade gekommen. Eine Bergtour. Wir haben eine Bergtour gemacht. Ja, ja, bitte schauen Sie doch vorbei, dann sehen Sie es selber. Ja, den zeige ich auch. Spinn dir, jetzt will ich die Polizei auch noch was. Weißt du, was der zu mir sagen mag? Wenn Sie mit der Hausbesetzung in der Schliersestraße fertig sind, dann kommen Sie bei uns vorbei. Ja, alles. Aus nur geht's. Ah, hast du das? Ich hab jetzt ein paar hingedrückt und ein paar Hamburger. Du, Tommy, wo du weg warst, sind zwei Leute gekommen, Fremde. Was? Fremde? Ja, zu uns gehören sie jedenfalls nicht, da vorne sind's. Ja, um Gottes Willen, du, das sind meine Eltern. Mensch, was mach ich denn jetzt bloß? Deine Eltern? Ja. Ja, die kennst du besser, da gehst du vielleicht selber hin. Grüß euch. Ja, grüß dich. Warum seid ihr denn schon da? Wir haben uns erlaubt, einen Tag eher heimzukommen. Ich glaube, ich muss euch jetzt das alles erklären. Das glaube ich auch. Also, das sind die von Ringsburg, mit denen ich im Schullandheim war. Und die sind einen Tag schon früher rumgefahren und da bin ich mitgefahren. Weil ich euch doch überraschen wollte. Ja, das ist dir gelungen. Und in München ist einer dann der Bus verrückt. Und dann habe ich es halt da eingeladen. Na ja, tut mir leid, aber die müssten wir alle wieder ausladen. Das kann ich doch nicht, dass man es wieder dort steht. Ich hab grad Polizei auch gerade vorbei gemeint, das ist ein Einbruch. Was soll ich denn da? Wo ist denn das Klo? Das Klo? Ja. Wo ist denn das? Ja, hier. Okay. Ja, geht sie alle wieder rein da. Masch. Ja, alles, was machst du denn jetzt? Ja, Maria. Wir werden schon irgendwo einen Platz finden, oder? Ja, hier ist Meier. Alles Meier. Sieh, ich hab gerade angerufen vorhin wegen der Wohnungsbesetzung. Ja, ja, genau. Sieh, das hat sich erübrigt. Zwickt's mir, ich habe dran. Das darf nicht wahr sein, wo sind wir daheim? Zwickt's mir, egal wohin. Es gibt doch keinen Sinn, aber zwicken hilft mir nichts. Ich steh daneben. Aber was zu essen war jetzt recht? Doch, machst du mir was? Essen hab ich gesagt, nicht Brotzeit. Maria, was gibt's denn heute zum Essen? Im Kühlschrank alles. Im Kühlschrank? Bitte. Da ist aber nicht. Ja, sag einmal, spinnst denn du? Schaut mir der einen Fernseher aus? Die Mama braucht eine Ruhe. Ich will ja ausschalten müssen. Ja, aber da fragt man doch zuerst wenigstens, oder? Rippe. Nicht so laut, ich muss mich konzentrieren. Am Fernseher, den kann ich jetzt nicht brauchen, wirklich nicht. Aha. Ah ja. Sag mal, ist was los? Nein, nix. Wieso? Nix. Nein. Zwick's mir, egal wohin. Es gibt doch keinen Sinn, aber zwicken hilft mir nix. Ich steh daneben, kennt man nicht vielleicht irgendwer, aber zu geben. Danke, jetzt ist mir klar, es ist wahr, es ist wahr. Grüß dich, Süße. Grüß dich. Geht's dir nicht gut? Ja. Also nächstes Jahr fahre ich keinen Sonntag mehr.
aus. Das Sonntagsgeschäft ist überhaupt nichts wert. Bitte, da schau hin, Maria, die Kirche, ist das nicht die Kirche, wo wir schon mal waren, bei Straubing? Ha. Ah. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich deine Tochter bügeln sehe. Auch deine. Hä? Auch deine Tochter. Ja. Ist ja gar nicht schlecht, muss ich sagen.